Neuer Tag, neues Glück. Ah, Frau Luis, die Zweigstelle ist bereit für den Betrieb. So schnell? Die administrative Flexibilität der BNC-Gruppe ist die beste in der Branche. Besuche die Zweigstelle mit Banjo, ich werde dich dort treffen. Komm ich dahin? Hallo, was für ein wundervoller Montag. Dank deiner Hilfe konnten wir eine Sonderausgabe des Magazins erstellen. Weiter so. Nächsten Samstag gibt es wieder einen Fischmon. Ab zur Zweigstelle. Sushi 2. Let's go. Das heißt aber Sushi 2, so unkreativ. Ach Gottchen. Er ist ja voll Hawaii. Oh, das ist die Zweigstelle? Es fühlt sich ja so tropisch an. Nicht gerade mein Geschmack, aber passt gut zur Umgebung. Sieht aus wie da, wo Dave Urlaub gemacht hat. Ganz am Anfang. Oho, dies ist ein bewährtes Konzept für Restaurants am Strand. Lass mich dir erklären, wie du deine Zweigstelle betreibst. Natürlich brauchst du Mitarbeiter, um dein Geschäft zu führen. Öffne das Personalmenü unten. Du brauchst mindestens 3 Mitarbeiter, um die Zweigstelle zu betreiben. Brauche ich so viele? Ja, denn weder du noch Dave werden in der Zweigstelle sein. Du musst also einen Manager einstellen, der das Geschäft dort beaufsichtigt. Natürlich musst du auch den Essbereich und die Küche besetzen, genau wie in deiner Hauptgeschäftsstelle. Deshalb brauchst du mindestens 3 Mitarbeiter, um die Zweigstelle zu eröffnen und zu betreiben. Ein Manager. Richtig, der Manager ist am wichtigsten. Das liegt daran, dass die Anzahl der verfügbaren Zutaten und die Anzahl der Kunden von den Werten eines Managers abhängt. Es ist am besten, einen Mitarbeiter mit den höchsten Werten zum Manager zu werden. Oh, wenn ich einen Manager ernenne, wird er das Geschäft alleine führen? Nein, der Manager kann das Unternehmen nicht gegen die Betriebspolitik der Hauptgeschäftsstelle führen. Du musst deine Betriebspolitik festlegen, um dem Manager Leitlinien zu geben, nach denen er das Menü anmessen muss, soll, darf. Ich könnte also dem Manager anweisen, was er servieren soll, wie ich es für richtig halte, zum Beispiel teure Gerichte oder Gerichte mit den meisten Zutaten zuerst. Genau. Reden wir über die Zutaten, auf dem Zutatenmenü. Die Klasse deiner Managers bestimmt die Zutaten, die in der Zweigstelle verwendet werden. Prüfe derzeit verfügbare Zutaten und schätze den Verkaufsumsatz ein. Nun, es scheint, als gäbe es derzeit keine Zutaten in der Zweigstelle. Das liegt daran, dass sie noch nicht geöffnet ist. Kann sie deshalb Zutaten aus der Hauptgeschäftsstelle oder der Fischfarm mitbringen. Könntest du auf der Lieferschaltfläche unten drücken? Von hier kannst du die Zutaten schicken und herhalten. Wie ich bereits gesagt habe, kann dein Manager keine Zutaten verwenden, deren Klasse höher ist als seine eigene. Okay. Du heilige Macaroni. Ich bin mir sicher, dass du jetzt weißt, wie du mit der Zweigstelle umgehen musst. Boah, ich besitze jetzt ein zweites Restaurant, das bedeutet doppelte Einnahmen. Allerdings nur, wenn du es erfolgreich führst, möchte ich hinzufügen. Wir werden sehen, wie es läuft, okay? Lass mir Menschen deine kulinarische Revolution erleben. Ich bin sicher, sie werden deine Rezepte lieben. Oh Gott im Himmel. Eine Zweigstelle von Macho Sushi ist jetzt eröffnet. Wähle einen Manager und Arbeiter für die Zweigstelle aus und sende die erforderlichen Zutaten, um das Geschäft automatisch zu betreiben. Personal. Ich glaube, der hat die höchsten Werte aktuell. Aber er ist nur Rang 7. Da Rang 2. Oh, ein Dreck. Ich habe aber keinen Service-Dude mehr. Gott. Das kann ja nur schwer. Ich habe nicht das erforderliche Personal für den Mist. Ist kein Mist, aber... Oh, er ist schon wieder krank. Und hey ho.
Oh, hat er noch Hunger? Ja. Unbedingt noch diszipliniert werden willst, meine Güte. Jetzt. Aber ich hab mal fix, wieder so viel passiert. Okay. Ich bin dezent überfordert. Oh nein. Was kann er kochen? Er ist Rang 7. Eishai haben wir nicht mehr so viel. Heringshai auch nicht. Rang 9 ist zu hoch, ne? Haben wir noch Blobfisch? Wir haben noch Blobfisch. Kriegt der Blobfisch? Darf er noch? Darf er noch? Die darf er auch? Ja, auch alle. Brauche ich nicht. Ich verkaufe Hai. Gibt die noch? Die Meere kann er auch welche kriegen. Maulhai brauche ich selber. Kragenhai brauche ich auch selber. Kann er auch noch haben? Den brauche ich. Haben wir keinen mehr. Sollte erstmal reichen, no? Ich. Lass ich so. Ich warte mal darauf, was wir kriegen von dem, was wir angeheuert haben. Ich hatte doch noch ein Hiring laufen. Meine Zutaten sind fertig. Wir brauchen wieder mehr Gurken. Brauchen wir Gurken und Kröten? Dann können wir Gurken und Kröten machen. Und irgendwie voll viel. Irgendwann nehme ich doch Sammys Angebot an. Ist Sammy hier. Die Sachen macht. Wie sieht man, dass das 6 Slots sind? Irgendwas sind 5? Da müssen wir den ganzen kleinen Radatsch noch gießen. Würde das Reisfeld auch noch upgraden, aber wir müssen ja auch noch den Krabbenfalle upgraden. Wasser! We need more water! Mein lieber, guter Otto, wie viel willst du für ein Reisfeld-Upgrade? 7000. Geht aber. Wenn wir dann beide, nehme ich auf 3. Komm. Machen wir.
Fische? Können wir da noch was machen? Oh, neue Fläche. Neue Flächen nehme ich immer. Ach, jetzt können wir richtig auswählen. Gib mal zur Zweigstelle. Wir können einfach Maulhaie züchten. Ich will nur noch, dass wir einen Zigarrenaal züchten können. Das wäre so cool. Müsst du unbedingt nochmal Nachtangeln. Was ist jetzt hier reingekommen? Ein Hai haben wir drin, okay. Besser als kein Hai. Gut. Ah ne, wir hätten noch so Sushi-Bar gekonnt. Die Katze. Machen wir dann. Rennt nicht weg. Hoffe ich. So, Krebsfalle. 9000 dann, okay. Da brauchen wir Pelikan links. Wir müssen zum Seevolk, weil ich muss in die Passage rein und nicht in den Gletscherbereich. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Wir haben neue Teigtaschen. Das ist sehr toll. Ich suche immer noch die Seekuh. Weil die Seekuh will sich nicht zeigen. Rotbandhummer. Was für eine Leuchtqualle. Das sieht aus wie etwas, das Selgiu mögen würde. Hinterher. Selgiu mag viel. Vor allem Leuchtquallen. Den brauche ich. Hab ich dich. So, das Haut Nummer 2 brauchen dann noch eine Haut. Und dreimal Haut und noch einen Haufen Topas. Oh, sieht ein bisschen kaputt aus. Scheint, als wäre der Durchgang zusammengebrochen, als der Riesengardon erwacht ist. Bin so weit gekommen, jetzt darf ich sie nicht mehr verlieren. Ich muss dranbleiben. I try my best. But don't flame me, wenn wir es nicht schaffen. Ich bin auch eine Leuchtqualle, ich leuchte auch. Ich hab eine Taschenlampe. Lass mich doch vorbei. Meine Fresse, so fett bin ich doch nicht. Und unten meine Statue gewesen. Ah, keine Zeit. Da ist sie. Die Qualle ist verschwunden. Warum sehe ich mich nicht in der Gegend um, in der sie verschwunden ist? Tun wir das doch. Gut.
ich habe gerade was hinter dem Eis gehört. Ich glaube, Sergio versteckt sich hinter dieser Eisdecke. Ach ja, richtig. Ich habe den Eispickel dabei, den Sushi mir gab. Bleib, wo du bist, du kleiner Racker. Oh nee, es kann nicht so schlimm werden. Verwende den Eispickel, um das Eis an der Schwachstelle zu zerschlagen. Finde die richtige Stelle, bevor dein Eispickel kaputt geht. Die richtige Stelle. Was macht doch Kreuze? Da wäre noch. Ach, das sind mehrere. Das muss ich erst verstehen. Hatten wir die schon? Nee. Hä? Aber ich muss doch... Und diese drei Zahnräder da... Die Stelle ist gut, aber irgendwie bringt mir das nichts. Hä? Hä? Sorry, war irgendwie so nichtssagend. Ich hätte vielleicht auf die Bilder gucken sollen. Hier wäre immer noch einer gewesen. Ich bin gerade. Bist du, wenn ich abbrech? Ich bin gerade so blöd. Muss ich mir ein Loch reinfräsen? Ich raff's nicht. Hä?